Hallo, da bin ich mal wieder. Ja, ich habe heute ein paar Punkte zusammengestellt, so als Resümee meiner ersten Live-Videos hier auf Facebook. Und du fragst dich vielleicht, was hat das jetzt mit dir und dem Trennungsschmerz zu tun, in dem du dich wahrscheinlich befindest? Vielleicht mehr als du denkst, denn ich erzähle dir einfach mal so ein bisschen von mir und versuch den Schwenk zu machen zu dir. Also für mich ist das hier ja eine neue Herausforderung. Das kriegt ihr ja mit. Meine ersten Videos. Ich kämpfe hier mit der Technik. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Zwischendurch war der Lärm so stark. Da komme ich jetzt gleich noch mal drauf. Aber also in erster Linie ist mir so klar geworden, wenn ich jetzt hier zu euch spreche, muss ich ganz wach sein. Wach sein. Was heißt das? Es ist neu. Ich gucke hier irgendwie in eine schwarze Webcam und versuche mir dennoch vorzustellen, dass ich jetzt hier zu dir spreche und muss mich daran gewöhnen, muss mich gleichzeitig irgendwie sammeln und gucken, was will ich dir überhaupt sagen? Ich muss gucken, dass das Mikro funktioniert, dass das mit dem Licht stimmt, dass, keine Ahnung, mein Kopf im richtigen Ausschnitt ist oder einigermaßen im richtigen Ausschnitt und so. Diese ganzen Herausforderungen bringen mich, die ich echt eigentlich gewohnt bin, irgendwie meine Inhalte zu transportieren, zumindest in meiner Praxis und in den Gruppen und so. Da kann ich das. Das mache ich total lange genug und hier geht es schwer, schwerer. Und was hilft, ist einfach, wenn ich irgendwie klar bei mir bin und versuche, wach zu sein und zu gucken, was ist jetzt wichtig, was will ich transportieren und was hat das mit dir zu tun? Du bist jetzt in einer Situation, die du dir wahrscheinlich auch so nicht vorgestellt hast. Irgendwas ist passiert. Deine Beziehung ist zu Ende. Und jetzt lade ich dich ein, auch mal von der Warte zu kommen. Werd mal ganz wach. Guck, was jetzt wichtig ist. Was ist jetzt wesentlich? Es ist schwer, in nicht gewohnten Umständen jetzt irgendwie gut klarzukommen. Da gibt es tiefe Gefühle, die dich irgendwie umhauen. Wie gehst du jetzt damit um? Und erstmal, ja. Bleib ganz wach und guck Schritt für Schritt. So mache ich das auch mit dem Video. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Das ist das Thema Selbstliebe, Selbstwert. Was ich jetzt echt noch mal gemerkt habe, ist, wie wichtig es ist, tatsächlich zu sich selber zu stehen. Auch zu dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Wenn ich jetzt hier so meine Videos angucke und dann zwischendurch irgendwie merke, boah, wie betonst du denn dieses Wort und wieso hast du denn den Satz nicht gesagt und wieso bin ich so ernst, so steif, warum bist du nicht mal ein bisschen irgendwie beweglicher, weil ich angespannt bin, weil mich das nervös macht, weil ich nicht genau weiß, was passiert. Es geht irgendwie ins große World Wide Web und tja. Was kommt dann? Und trotzdem versuche ich da zu bleiben und versuche zu verzeihen, mit mir milde zu sein. Irgendwie, wenn ich was vergessen habe, wenn ich komische Dinge ausspreche, wenn ich, was weiß ich, steif bin und so. Und was hat das mit dir zu tun? Ja, was hat es mit dir zu tun in der Situation, wo jetzt die Beziehung gescheitert ist? Ich glaube, du machst dir Vorwürfe. Du denkst darüber nach, ob du was hättest anders machen, tun sollen. Ob irgendwas falsch war, ob du es besser hättest machen können. Ob du irgendwo dran schuld bist. Ob du was hättest verhindern können. Du klagst dich an zwischendurch. Das ist jedenfalls ganz oft so. Und bist du bereit, dir das jetzt zu verzeihen, was gewesen ist? Bist du bereit zu sehen, dass du das Beste gegeben hast in der Situation, wie sie damals war, wie sie vorher in der Vergangenheit war?
Ich glaube, dass das ein wesentlicher Schritt ist für dich, zu dir zu finden und zu gucken, was ist jetzt wichtig für dich, statt dich anzuklagen. Ja, Punkt 3. Die äußeren Umstände, habe ich das genannt. Die äußeren Umstände, als ich vor ein paar Wochen entschieden habe, ich werde jetzt regelmäßig auf Facebook Live gehen, ich werde das einfach üben, ich werde meine Inhalte transportieren, ich hoffe, dass ich damit was geben kann für dich, dass es irgendein Impuls ist für dich, der es dir leichter macht. Und dann war hier die Baustelle in der Nachbarschaft oder beziehungsweise die war nicht, die ist noch. Es ist jetzt gerade wunderbar ruhig hier, aber zwischendurch ist es hier tierisch laut und wenn ich dann anfange, hier meinen Kram aufzubauen, dann fangen die wieder an zu bohren und ich habe keine Chance. Da kann ich hier reden oder die Fenster zumachen, die Türen schließen, trotzdem dröhnt das hier in meinem Büro. Das macht keinen Sinn. Was kann ich dann tun? Ich kann zetern, ich kann wütend sein, ich kann enttäuscht sein, dass das jetzt irgendwie nicht klappt. Ja, war ich auch zwischendurch. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass da was jetzt so nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ich jetzt so zu deiner Situation schaue, ist das wahrscheinlich auch so. In gewisser Hinsicht ist die Situation irgendwie auch von außen jetzt mit beeinflusst. Meistens hast du das nicht unbedingt initiiert, dass es zur Trennung kam. Und wenn ja, dann hast du dir sehr wohl überlegt, dass es für dich in der Beziehung nicht weitergeht, denn niemand trennt sich so aus Lust und Dollerei. Aber zu einer lebendigen Beziehung mit Tiefe, mit Wachstum für beide Parteien, da braucht es eben zwei. Und wenn es nur für einen irgendwie richtig ist, dann funktioniert es nicht. Dann ist da von außen was auf dich zugekommen, was eben jetzt anders ist, als du es dir hast vorgestellt. Und da kommen unangenehme Gefühle. Da kommt Angst, da kommt Wut, Hilflosigkeit vielleicht, Panik, Angst vor Vereinsamung. Und wie gehst du damit um? Meine Idee wäre, versuch dich dem zwischendurch hinzugeben. Ja, ich weiß, es ist schwer und wir wollen das nicht fühlen, aber heilsam ist, wenn wir da durchgehen. Und da komme ich auch auf meine Idee, vielleicht hilft es dir. Ich habe nämlich die Situation hier mit der lauten Umgebung, mit der Baustelle genutzt und habe einen Blogartikel geschrieben. Und habe gedacht, vielleicht kann ich sowas nach draußen senden. Ich verlinke dir den hier nochmal in den Kommentaren. Vielleicht hast du Lust, reinzuschauen. Es geht darum, wie ich mit unangenehmen Gefühlen umgehen kann. Vielleicht hilft es dir. Ja, und dieses Resümee hier, da gibt es noch ein paar mehr Punkte und ich hoffe, ich kann mich nächste Woche melden und noch ein bisschen weitermachen. Wenn du Lust hast, freue ich mich, wenn du reinschaust. Ansonsten hab ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Tschüss.